gibt ja immer die Diskussion, könnte es mal dazu kommen, dass es einen Krieg gibt, dass die Russen Europa angreifen? Wozu eigentlich? Momentan können sie hinter der Grenze stehen, können sich auf die Schenkel klopfen und sagen, wozu denn? Ihr macht das doch selbst. Das ist ja alles wirklich kaum noch zu diskutieren. Das Problem ist, man hat ja das Gefühl, das ist eine Art Entsorgungsheim von Personen, die ansonsten beruflich vermutlich eher scheitern würden. So kommt es mir zumindest vor. Wenn ich mir die Leute ansehe, wie zum Beispiel die grüne Abgeordnete, die, ich weiß gar nicht, wie die heißt, ein ganz junges Mädel, der Name ist relativ unbekannt. Emilia Fester? Genau, ich glaube, die Emilia Fester war das so. Das kann doch nicht wahr sein, dass so jemand überhaupt Steuergelder bekommt, der einfach über eine Ahnungslosigkeit verfügt, die sie ja vielleicht sympathisch macht. Aber das kann doch nicht sein, dass die mehr verdient als wirklich hochwertige Ingenieure, die in wirklich harten Arbeiten ihren Unterhalt dann irgendwie durchfinanzieren müssen. Und diese Geschichte wird immer deutlicher. Das ist kein Aufhetzen und Spalten, was ich hier will. Im Gegenteil. Es geht darum, es muss im Rahmen eines Wechsels der Energie, dass gute Arbeit gutes Einkommen bringt, einfach funktionieren. Und wir müssen diese Leute schlicht und ergreifend auf den Prüfstand stellen. Und wer dann eben halt zu blöd ist, die Zusammenhänge zu verstehen, der muss raus. Wenn einer nicht mal die Demokratie erklären kann, und zwar sachlich fundiert, dann muss der schlicht und ergreifend dann weg. So einfach ist das Ganze. Da sehen Sie Who's Who der Parteienlandschaft über CDU, über Linke, Grüne, die da in den Gremien sitzen und dann plötzlich so ein Gutachten rausschießen, was ja ganz klar nur dazu dient, die politische Konkurrenz jetzt, wo wir Richtung 20% plus gehen, zu diskreditieren. Genau das Gleiche macht der Verfassungsschutz ja eben auch als abhängige Behörde. Es ist inakzeptabel und auch der Verfassungsschutz als solcher, als unabhängige Behörde, natürlich nicht zu akzeptieren, weil er Parteipolitik macht und selbst verfassungsfeindlich aus meiner Sicht handelt, indem die AfD, unsere Partei, von dem Parteienwettbewerb benachteiligt wird und auch versucht wird, uns auszuschließen. Und das an sich ist schon verfassungswidrig. Also hier gerieren sich sowohl dieses ominöse angebliche Institut als auch der Verfassungsschutz selbst als Verfassungsfeinde. Hier wird die politische Konkurrenz diskreditiert. Aber sie merken da natürlich auch, und das ist so wunderbar, die Leute werden da jetzt extrem nervös und vor allen Dingen auch diese gesamte politische, mediale Nomenklatura, dass das alles nicht mehr verfängt. Das ist den Leuten egal, weil sie es auch nicht mehr abnehmen. Nur 5 Bereiche florieren noch in Deutschland. Die Flucht der Industrie ins Ausland, die Verteuerung der Energie, der Ausbau der Ministerialbürokratie, manche nennen es Klientel- und Vetternwirtschaft, die Finanzierung linker und grüner NGOs und die Masseneinwanderung in die Sozialsysteme. Ja, und wenn wir wissen, dass der normale deutsche Bürger eben halt keine Entschädigung bekommt und wir wissen, dass er pro Jahr sein Vermögen, was er hat, um ca. 10% im Durchschnitt gesunken ist, vermutlich mehr, dass auch sein Einkommen damit um 10% gesunken ist. Und Einkommen und Vermögen sind die Treiber der Konjunktur. Kein Einkommen, keine Vermögen, keine Konjunktur, die angetrieben wird. So einfach ist das Ganze. Und das bedeutet, dass jetzt in dieser Phase die Konjunktur noch weiter schwächeln wird. Und dann sind es keine 10% mehr pro Jahr, sondern 15, 20, 30, 40, bis es irgendwann 70% und 80% sind. Aber die Politiker, da brauchen sich wirklich keine Sorgen machen, denn die bekommen ja den Inflationsausgleich, während die normalen Menschen dann dort im Land sehen müssen, wie sie klarkommen. Ja, und was hier auch moniert wird und was aus meiner Sicht auch wirklich ein Skandal ist, Andreas, ist ja, dass es dem Bundesfinanzminister Herrn Lindner immer noch nicht gelungen ist, einen Haushalt für das nächste Jahr aufzustellen, weil keiner der Kollegen in den Ministerien sparen will. Wozu auch? Deutschland ist ja ein reiches Land, so ist offenbar da die Haltung. Und der Präsident des Bundes der Steuerzahler, Rainer Holznagel, der hat der Bild-Zeitung gegenüber gesagt, wörtlich, es liegt immer noch kein Bundeshaushalt für das nächste Jahr vor, weil nicht genug gespart wird. Und jetzt bekommen die Minister die Inflationsprämie, Fragezeichen, absolut falsches Signal. Hier sollten Kanzler und Kabinettsmitglieder ein Zeichen setzen und verzichten. Werden Sie das tun? Ja, mit Sicherheit nicht. Aber die Aussage schon, dass Deutschland ein reiches Land ist, das ist das Entscheidende. Nein,
Es gibt sehr viel Geld in Deutschland, das stimmt, aber das gehört nicht den Menschen, sondern das liegt auf der staatlichen Seite. Der Staat ist tatsächlich mit Finanzen gut ausgestattet, sonst könnte er sich diese vielen Abgeordneten oder Abgehefteten, wie ich sie immer nenne, überhaupt nicht leisten. Das ist nämlich der ganz entscheidende Punkt. Aber die Menschen haben nicht viel. Italien zum Beispiel, Griechenland, die sind zum Beispiel viel wohlhabender als die Deutschen. Das Eigentum zum Beispiel in Italien, Spanien, in Griechenland, die Eigentumsquote von Wohnungen, von Häusern ist weitaus größer als in Deutschland. Deutschland ist Schlusslicht der privaten Vermögen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, Deutschland gehört zu den ärmeren Ländern, Italien zu den reicheren. Aber in Italien gibt es einen Unterschied. Der Staat hat nicht viel Geld. Und in Griechenland gibt es auch das Problem, dass der Staat nicht viel Geld hat. In Deutschland ist es genau umgekehrt. Die Menschen haben kein Geld, aber der Staat hat viel. Und daraus entsteht der Irrtum, dass man sagt, Deutschland ist ein reiches Land. Ja, und hier müssen wir erst einmal versuchen, Ruhe reinzubekommen. Denn es ist wirklich schade aus meiner Sicht, dass man mit solchen Meldungen auch in der alternativen Szene, und ich meine natürlich nur die, die sich angesprochen fühlen jetzt, dass man dort unnötig noch Öl ins Feuer gießt, als wäre die Lage nicht auch so schon wirklich dramatisch genug. Und in dieser Talkshow, da ging es tatsächlich um die Ausbildung ukrainischer Piloten auf deutschen Militärflugplätzen, die dann zur Verfügung gestellt werden würden. Allein das ist natürlich auch aus meiner Sicht schon ein sehr gefährliches Spiel. Und die Frage, die muss natürlich schon gestellt werden, ob Deutschland damit als Kriegspartei eingeordnet werden kann. Und das ist nicht, wie in den Medien behauptet, dass es entschieden wird faktisch von der deutschen Justiz, sondern das sind natürlich die Kriegsparteien selbst, die da involviert sind, die das für sich entscheiden, wer ist Kriegspartei und wer nicht. Also das ist ja kein Amtsgericht in irgendeinem kleinen Kaff. Was in dieser Sendung hart aber fair gesagt wurde, das ist aber definitiv nicht richtig, dass hier Kampfflugzeuge von deutschen Militärbasen in Kampfeinsätze direkt der Ukraine fliegen. Genau das wird aber in dieser Meldung, die uns heute übrigens mehrfach erreicht hat, von beunruhigten Zuhörern und Zusehern von uns, das wurde denen suggeriert. Also du meinst, dass es zwar kein Grund für eine Entspannung ist, aber machst deutlich, dass die Interpretationen unseriös eingestuft werden müssen, wenn man die ausgesprochenen Worte tendenziös in einer Sendung so zusammensetzt, um eine Schlagzeile zu bekommen, die kesselt. Richtig. Wir müssen nämlich sehen, dass wir hier auch den Standard des Journalismus einhalten, wenn er schon von den Hofmedien nicht eingehalten wird. Die alternativen bzw. freien Nachrichtenportale, die sollten ganz genau darauf achten, mehr als die anderen, sonst unterscheiden wir uns nicht, dass sie nämlich nicht dieselben propagandistischen Muster nutzen, wie es auch die Mainstream-Medien täglich vorleben. Und sonst können die Leute auch wirklich irgendwann ARD und ZDF sehen, um sich dann dort mit tendenziösen Nachrichten und glatten Falschmeldungen zu versorgen, die ja dort auch regelmäßig erkennbar sind. Das ist wichtig.